Jo, was geht? Seid gegrüßt und somit herzlich willkommen zu Magic. Heute geht es um die Story und natürlich auch um die Videogame-Reihe, weil die Videogame-Reihe hat ja auch dazu beigetragen, dass es Story-Elemente gibt zu Magic und so gesehen werde ich jetzt paar Sachen, die ich jetzt weiß, natürlich so mit euch teilen. Also beim ersten Teil, der rauskam 1997, ist so eine alte PC-Version wahrscheinlich. Da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob diese auf Deutsch ist, ob diese auch Story-Elemente beinhaltet und ob man das irgendwie noch kaufen kann oder vielleicht sogar kostenlos herunterladen kann. Da habe ich mich jetzt nicht informiert. Ich kann das Ganze hier auch auf Deutsch umstellen, macht aber nicht so viel Sinn, außer man möchte den Text jetzt hier durchlesen und man hat es nicht so mit Englisch. Dann geht das jetzt hier vom ersten Punkt bis zum siebten Punkt. Das sind diese ganzen PC-Videogames, die man halt ganz normal zocken kann. Da weiß ich jetzt zum Beispiel bis dahin, also bis zum siebten Punkt, weiß ich nicht, ob diese auf Deutsch sind oder ob die Story-Elemente beinhalten. Auch hier der neunte Punkt, hier mit Magic Tactics oder Tactics, weiß ich es nicht. Dann gibt es hier noch Planeswalker aus dem Jahr 2009. Ist so eine alte Steam-Version, die man jetzt bei Steam aber nicht mehr kaufen kann. Ich habe die Version. Müsste ich auch nochmal schauen, ob da Story-Elemente mit drinne sind. Und ob diese auch auf Deutsch sind. Das weiß ich jetzt gerade so nicht. Dann gibt es die Planeswalker-Reihe von 2012 von bis 2015. Ich würde eher sagen 2009, dann 2012 bis 2015. Und das habe ich noch nicht fertig. Dann gibt es noch Magic Duels Origins. Das habe ich komplett fertig. Das triggert mich jetzt gerade. Ich stelle das wieder auf Englisch. Also Magic Duels Origins habe ich komplett fertig. Magic Arena, da bin ich mir nicht so sicher, ob dies noch eine Story bekommt nach der offenen Beta. Müsste man schauen. Also neben mir gibt es jetzt nicht so viele YouTuber, die sich die Zeit nehmen, die komplette Story mal in Angriff zu nehmen oder das mal zu thematisieren. Falls ja, dann würde ich das gerne auch in meine Playlist mit reinnehmen. Dann muss ich das nicht machen. Na gut, ich wollte eigentlich jetzt nur bei den Games, wo auch alles noch auf Deutsch ist, das Ganze mal zusammentragen zu einem Video und das Ganze dann hier hochladen für die Fans, die sich auch für die Story interessieren. Kann man sich hier alles bei Wikipedia anschauen. So, und dann sind wir hier auf meinem YouTube-Kanal. Wenn man jetzt hier runterscrollt, habe ich jetzt hier auch noch eine Playliste angelegt. Beziehungsweise alle Playlisten sind hier, wo es nur um die Story geht, zusammengetragen. Und ja, dann werde ich das Ganze einmal kurz erklären. Es werden noch einige Sachen dazukommen. Ist ja noch nicht mal alles, was es zu diesem Thema gibt. Aber hier kann man sich das alles in Ruhe anschauen. Und ich habe mir die Zeit genommen, die Videos einzeln auf YouTube zu finden und dann in diese Playliste mit reinzunehmen, weil auf der offiziellen Seite ist das alles so ein Kuddelmuddel und nicht alles auf Anhieb auf Deutsch zu finden ist halt immer so eine Sache. Jetzt habe ich mir die Zeit genommen, das alles in dieser Playliste mit reinzunehmen. Und nicht alles ist immer auf Deutsch. Also wenn ich da noch was finde, was auf Deutsch ist, dann wird das natürlich ersetzt. Hier Planeswalker 2013 Intro ist nicht auf Deutsch. Dann gibt es hier noch auch so eine Art Trailer. Den wird es gar nicht auf Deutsch geben. Den wird es nur auf Englisch geben. Sofern ich das jetzt beurteilen kann. Dann hier Planeswalker 2014 ebenfalls nicht auf Deutsch. Und alles andere, was ich jetzt hier finde oder gefunden habe, wird immer, steht dann auch hier mit dabei, ist dann halt natürlich auch auf Deutsch. So, dann geht es hier weiter, genau die offizielle Seite. Man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, ich kann auch hier auf der offiziellen Seite hier nach den Playlisten schauen und dann von dort aus mir die ganzen Stories anschauen. Wie gesagt, komplettes Kuddelmuddel. Ne, es gibt hier auch eine Playlist, hier deutsche Videos. Da gehe ich jetzt hier rein und man merkt schon, hier ist es alles durcheinander, gar nicht sortiert und vor allen Dingen nicht alles vorhanden. Ne? Da sind ein paar Trailer mit dabei und dann war es das auch schon. Dann erzählen die natürlich ein bisschen, was das Kartenspiel so betrifft. Und ich habe mich hier echt mehrere Stunden hier alles durchsucht und alles mir angeschaut, habe mich dann immer wieder aufgeregt, dass ich bestimmte Sachen nur auf Englisch sehe, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, einfach
die Titel zu kopieren und dann einfach Deutsch oder German hinter zu tippen. Das habe ich auch dieser Person hier zu verdanken. Es war auch jetzt alles zusammengetragen in einem Video, obwohl es da viel mehr gibt, weil die Games sind jetzt ausgeschlossen. Also Story-Elemente aus der Planeswalker-Reihe oder so, was jetzt bei mir nicht der Fall ist. Ich habe ja Magic Duels Origins schon fertig gesockt, deswegen habe ich da auch die Möglichkeit, die Videos, die da zu sehen sind, zusammenzutragen. Deswegen müsste mein Video auch hier in dieser Playlist mit vorhanden sein. So, wir schauen uns das einmal kurz an. Geht ratzfatz. Babau. Ich werde das auch einmal kurz pausieren. So. Die Planeswalker-Reihe auf jeden Fall und die eine Steam-Version, die nicht mehr erhältlich ist. Ich werde das hier auf jeden Fall erweitern. Das heißt, wenn ich die Planeswalker-Reihe anfange, momentan ist die jetzt hier nicht mit eingetragen, aber wenn ich das anfange oder hier auf YouTube was finde, wo es schon zusammengetragen ist, dann werde ich das auf jeden Fall hier mit reinnehmen in diese Playliste, die ich jetzt für euch hier angelegt habe. Dann, genau, hier ist noch was von mir. Habe ich auch ebenfalls in die Playliste mit reingenommen. Das alles mal als ganzes Video zusammenzupacken. Mit deutschen Content halt. Oder halt mit deutschen Untertiteln. Ihr müsst da auch immer schauen. Ist halt wirklich, wenn es auf Englisch ist, auch hin und wieder mal, wenn Deutsch mit dabei steht, halt mit deutschen Untertiteln, den man dann noch aktivieren muss. Für diejenigen, die sich für die Story interessieren. Überwiegend ist das Ganze hier alles aber auf Deutsch. So. Genau, dieser Person habe ich das zu verdanken, dass ich jetzt viele Sachen, die ich vorher in dieser Playliste nicht auf Deutsch gefunden habe, diese dann nachträglich mit reinzunehmen und das Ganze dann sortiert in eine Playliste mit reinzunehmen und dann natürlich auch das Ganze, wie gesagt. Nicht alles, aber vieles davon ist dann halt auf Deutsch. Oh, das nervt hier aber. Erstmal auf Pause. So, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept gekommen. Hier gibt es auch noch mal ein Video, aber wie gesagt, es gibt viel mehr Videos zu finden zu diesen ganzen Games, denke ich mal. Und nicht alles ist zusammengetragen. Ich habe die Idee gehabt, das alles zusammenzutragen und deswegen habe ich ja, wie gesagt, hier auch diese Playlist. Zerlegt, wollte ich schon sagen, erstellt. Natürlich, ich habe die ganzen Videos zerlegt. Einer muss es ja machen. Gut, wie gesagt, die Planeswalker-Reihe wird auf jeden Fall drankommen und das eine hier, Planeswalker aus dem Jahr 2009, das werde ich auch nochmal in Angriff nehmen können. Hier von dem ersten bis zum siebten Punkt und der neunte Punkt. Da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, ob ich da irgendwie eine Möglichkeit sich ergeben sollte, dass ich auch von dort aus die Story-Elemente mal in einem Video packe, dass man da irgendwie auch so storytechnisch ein bisschen hinterherkommt. So, und dann natürlich nach Reihenfolge sortiert. Das letzte Video sollte man sich auch hier zuletzt anschauen. Ist hier aus Magic Duels Origins. Also immer hier schön auf den Pfeil draufklicken, wenn ihr weiterschauen wollt. Das würde so gesehen nach der Planeswalker-Reihe anfangen. So, ich gehe mal wieder zurück. Also hier, da wo jetzt diese 29 Videos mit drin sind, da fängt es an. Und dann geht das dann immer so weiter halt. Und hier zwischen diesen zwei Playlisten, da kommt noch Planeswalker. Also sobald ich was habe oder was hier im Internet finden sollte, dann werde ich das auf jeden Fall hier mit reinnehmen. Und dann seid ihr auf dem neuesten Stand, was Magic betrifft oder was die Story betrifft. Man könnte jetzt natürlich auch von dort aus, also hier von meiner erstellten Playlisten, von dort aus kann man sich das auch alles anschauen, wenn man möchte, aber ich finde, dass es besser ist, bei der Übersicht das Ganze zu machen, weil hier ist das alles durcheinander. Und deswegen habe ich bei der Übersicht nochmal die Playlisten zusammengestellt und erstellt und sortiert und alles
in einer gewissen Reihenfolge mit reingenommen. Warum jetzt hier dass die eine Playlist hier von hier unten nach oben gesprungen ist, das kann ich mir jetzt nicht erklären. Also hier von Magic Duels Origins, wo alle Stories nochmal mit zusammengefasst wurden. Aber nicht alles, aber halt alles, was es gibt, ne? Ich hoffe, man versteht das. Deswegen einfach am besten alles sich durch anschauen. Also wenn man Story interessiert ist, einfach reinschauen und dann seid ihr auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ich weiß nicht, bis jetzt habe ich jetzt noch nicht die Zeit gefunden, alles in einem Video zusammenzutragen. Also alle Videos, die es gibt, die man sich auch anschauen kann, die auch auf Deutsch sind, alles in einem Video mal auf diesem Kanal hochzuladen. Wenn ich die Zeit dazu finde, kann ich das gerne machen, aber ich habe noch nicht alles zusammengetragen. Und ja, ihr seid jetzt auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Reinschauen und wenn Fragen offen sind, könnt ihr mir gerne Feedback senden. Ich bin hier raus. Ciao und tschüss.